Herzlich willkommen zu Unterwegs in Dessau 42, das Paul-Greifzu-Stadion in Dessau. Das Stadion ist in der Ludwigshafener Straße 69 in Dessau. Es ist ein Fußballstadion und eine Leichtathletikanlage. Das Stadion liegt direkt an der Mulde und bietet über 20.000 Plätze. Im Oktober 1952 war feierliche Eröffnung. Die Namensgebung war im Mai 52. Von denen verstorbenen Motorsportler Paul Greifzu. Damals wurde das 35.000 Zuschauer fassende Stadion auf Dutzend Tonnen Trümmerschutt erbaut. Später etablierte es sich als Austragungsort für regionale Meisterschaften. Während der DDR wurde wenig in die Instandhaltung investiert. Erst Mitte der 90er begannen die Modernisierungen. 1997 begann der Bau der neuen Skaterbahn. Bedeutende Neuerung war der Bau der kompletten Leichtathletikanlage. Im darauffolgenden Jahr erfolgte mit der U23 Länderkämpfe Deutschland, Großbritannien, Frankreich die erste große Bewerbungsprobe für das nun ausgebaute Stadion. Wenig später wurden die modernen Flutlichtanlagen installiert. 2002 erhielt die Sportstätte eine neue Westtribüne mit 2048 überdachten Sitzplätzen. 2004 wurden Funktionsräume unterhalb der Osttribüne errichtet. Alljährlich findet im Paul-Greifzu-Stadion das Anhalt-Meeting statt in Bezug auf die Leichtathletik. Das Stadion ist Heimstätte für den ersten Leichtathletik-Club Dessau. Bayern München war zum 100-jährigen Bestehen des SV Dessau 05 und zu weiteren Spielen auch schon im Stadion. Ich mache mich jetzt wieder nach Hause und wünsche euch einen wunderschönen Sonntag und eine schöne nächste Woche. Langsam rückt ja Weihnachten näher. Also bis dann. Tschüss.